Was ganz anderes. Wir sind jetzt hier auf der Panda Pride Parade. Normalerweise wurde das alles mit dem Laufen gemacht. Aber dieses Jahr fahren alle mit ihren Autos. Und ich finde es super lustig, was man hier alles sehen kann. Ich zeige euch mal unser Auto. Das sind meine Jungs, die jetzt hier mitfahren. Hi Panel, hi Spencer. Hallo. Ich zeige euch mal, was hier alles so Lustiges mitfährt. Es ist wirklich, selbst die Polizei fährt mit. Die haben das besonders hübsch gemacht. Ich sage dazu nichts, die Bilder sprechen jetzt erstmal nur für sich. So feiern wir die Pride. Sau komisch. Ich sage jetzt nichts, wir sind. Ich finde das toll, dass die das jetzt hier überhaupt machen. Natürlich alle mit Maske. Keiner beschwert sich. Are they the exact plot? I just need to get a donation from you for the flags and the stuff. I do. It was absolutely beautiful. Oh my God, ja. Geld wollen sie natürlich auch alle. Vor allem Property Guys sind natürlich ganz scharf. Aber man unterstützt das Ganze ja gerne. So, das war ein kurzer Einblick, wie alle das hier gemacht haben. Und für alle Tierschützer. Die Hunde sind alle gut versorgt. Und alle, die mich da so angegangen haben bei meinem letzten... Es waren genügend Wasser in der Nähe. Aber ihr müsst Verständnis haben, dass ich mich nicht in ein Wasserloch schmeiße und auf den Boden donnere, um mit meinen Hunden zusammen aus einem Wasserloch zu saufen. Aber meinen Hunden geht es gut. Bei Gott. Das sind antiguanische Straßenhunde. Und die können diese Temperaturen bei Gott ab. Die kriegen manchmal in Antigua für Wochen nichts zu saufen. Und deswegen saufen die sogar Salzwasser. Ganz schwierig. So, jetzt geht's wieder zurück. Mein Enkel schwenkt die Fahne. Yeah! Ciao!